Eigentlich wollte TV-Moderatorin Milka Lov Fernandes zum Jahresanfang entspannt ihren Winterurlaub genießen. Doch dieser wurde zum Horrortrip. Sie stürzte am 1. Januar und brach sich den Unterschenkel. Bei der Aftershow-Party der Buchpremiere People of Deutschland erzählte sie Bild, wie das passieren konnte. Es war total matschig, weil es so warm war und ich habe einen Hügel nicht gesehen. So Milka und fährt fort. Es ist ein Tibia-Plateaubruch. Mein Oberschenkel hat meinen Unterschenkel zertrümmert. Der musste mit Knochen und allem anderen wieder aufgebaut werden. Es folgte ein Krankenhausaufenthalt mit mehreren Operationen. Die ehemalige Viva-Moderatorin kann aktuell nur auf Krücken und mit einer Schiene laufen. So hat sich das TV-Gesicht den Jahresanfang sicher nicht vorgestellt. Doch ihr Ehemann Robert Irschara unterstützt sie in dieser Zeit. Wenige Wochen muss sie noch mit den Krücken aushalten, doch bis sie wieder richtig laufen kann, wird es noch ein Jahr dauern, wie Bild berichtet. Wir wünschen gute Genesung.